eh Nimm Skype auf. Recorder und wir machen es einfach. Ich würde sowas vielleicht vorher. Freunde, buongiorno, bevor wir hier, warte mal ganz kurz. Also die Zeit muss sein. Hallo Podcaster, schaut mal auf YouTube. Hat jemand den Special Effekt mitbekommen? Ihr müsst schon reagieren. Hier, on air. Nee. Ach so, ach Auch was ist bitte. denn jetzt? Das wissen wir doch schon Ich seit bin nur so gut letzter wie mein Woche. Publikum. Ja, aber es hätte ja ein Was heißt bisschen das? was. Das Englisch, On. oder? Oh, Ja, Eier. das heißt mit Eiern heißt das, ja. 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 Nein, die kannst du aber zuletzt. Eier muss man haben. Ja. Eier, so. Nein, die kannst du auch sofort wieder dich um die Gäste kümmern. So, Freunde, Buongiorno, Folge. Oh, wir feiern sogar Folge 170. Richtig. Hallöchen. Wir werden immer älter. Abseits der Fußball-Podcast. Und wir haben heute den 13.09.20:06 Uhr. Wir haben unfucking fassbar viel zu bequatschen. An dieser Stelle, liebe Grüße aus der Ferne, lieber Norbert Deeg. Genau, fühl dich geliebt und gedrückt und genau, alles andere dann privat. Und mit dabei natürlich, bevor wir unseren Special Guest begrüßen, mit dabei natürlich. Delaney! Delaney! Guten Abend, bitteschön. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Und das Ja. Gute, bevor wir unseren Gast vorstellen, ich Ja. habe mir wirklich nur 6 Themen aufgeschrieben, aber die reichen, um 4 Stunden zu füllen. Delaney, Bitteschön. Delaney, Delaney, das ist ein Fußball-Podcast. Siehste! Er wird direkt das Level. Ja. Ach, Puh, herrje. die Vorgabe ist Olli, schon du hast kräftig. jederzeit die Möglichkeit, das ist wie in der Sauna, kannst jederzeit aussteigen. Liebe. Ja. Achso, das ist völlig dir überlassen. Oh, mit dabei, ich kann sagen, mittlerweile, hallo Podcaster, hallo YouTuber, ein lieber Freund dieses Podcasts. Er hat selbst einen tollen Podcast, checkt ihn auf jeden Fall aus. Hört nach dieser Folge am besten direkt alle Folgen von diesem Podcast, weil er krasse Gäste am Start hat. Bitte Applaus vom Podcast Kultkicker Dolly! Wuhu! Olli, Dötschke, Dankeschön. meine Damen und Herren, buongiorno! Dankeschön. Da mache ich mir direkt ein Bier auf. Und natürlich, wie immer, wir haben viel zu lernen. Ihr wisst natürlich, je nachdem, wann ihr es hört, aber in unserer Zeit spielt die Eintracht gleich in der Champions League. Die allererste Frage an dich, lieber Olli. Wurde auch viel besprochen bei Reivis Live, Doppelpass und Co. Und ich möchte die Frage direkt an dich stellen, weil ich weiß, du bist da uns voraus, du hast die Erfahrung gemacht. Frage an dich: Wie trinkt Thomas Helmer seinen Kaffee? Warm. Okay. Das war, also wenn die Falls mich Antwort mal jemand erreicht, das war's fragt. für heute. Wir sehen Ja, uns genau. nächste Falls mich mal jemand fragt, dass ich das beantworten kann. So, weiter geht's. Herr Wagen. Ja, Es ist ja genau. eigentlich Wahnsinn, dass ich heute hier sitze, denn einmal spielt gleich die Eintracht. Ja. In Ja. Marseille, ja. Zweitens ist heute, ich bin ja auch, ich mache ja noch einen Basketball-Podcast. Heute spielt die Stimmt. deutsche Mannschaft gegen Griechenland im Viertelfinale der WM, aber ich habe gesagt, es ist alles scheißegal, ich komme zu euch, weil das ist für mich Priorität 1. So. Olli, ich muss Danke. sagen, wir sind gerührt. Wir sind Danke. gerührt. Ja. Ist das schön, oder? Nee, Ja. das freut mich Ich habe sehr, mir so Olli. ins Herz gewachsen, wie sagt man? An dem. An An dem dem. Herzen. In Frankfurt macht man nur so. Das reicht schon. Ja. Aber, lieber Genau. Olli, natürlich könnten wir So. jetzt über die Eintracht sprechen. Wir könnten über vieles reden, aber. Aber nicht über die Queen, ne? Die gibt es nicht mehr. Die Queen? Nee, singe die noch? Ach so, die meinst du. Nee, ich meine jetzt. Was da? Singt die noch? Freddy, hat er sich überlegt. Max Kruse, man muss drüber reden. Oh, Herr Ich Bargan, das finde, erste Thema magst du Max, auch. ich möchte deswegen damit Du anfangen, fängst doch weil. mit Positivem an. Ja, Max Kruse. Guter Nein. Typ. Genau, das ist nämlich der Punkt. Olli, du bist ja ein bisschen näher am Fußballgeschäft als wir. Wir sind ja nur kleine Ja. Hanseln, die Wir sehen irgendwie Thomas Helmer nur aus der Ferne. die sich freuen, wenn sie mal für 50 Euro bei der Champions League irgendwo ganz hinten sitzen dürfen und danach irgendwie Becher sammeln. Ja? Wir kaufen das Ticket auf Kombi, sagt man hier. So, Nichts gegen Bechersammler. Obacht, Shitstorm. bitte, Obacht. Das ist bitte. ein Nein, Ehrenwerter aber wer ist denn da jetzt der Miesepeter, Kovac oder Kruse? Was würdest du sagen? Was hat Max dir denn erzählt? Rück doch mal raus jetzt mit der Ja, ich habe mit ihm Sprache. gesprochen. Nein. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, auch wenn der Herr Kovac schon mal mit einem Herrn Müller nicht so klar kam in München, dass der Max Kruse schon besonders ist. Sowohl auf dem Fußballfeld als aber auch nebenbei. Aber hat
Entschuldigung, Steffen, ich will vor, ja, ja, das Wort fallen, aber jetzt here you go, wie wir Franzosen sagen. Ja, im Doppelpass, egal wo, hieß es immer, ja, der Kovac hat ja auch in Frankfurt funktioniert, aber Frankfurt und Wolfsburg ist für mich Äpfel und Birnen, weil Wolfsburg hat eigentlich jedes Jahr den Anspruch, europäisch zu spielen. Wo sie dann spielen, ist ja egal. Aber das Zeug dazu haben sie. In Frankfurt hat es doch der Kovac relativ einfach gehabt. Du hast hier keine Erwartungen großartig gehabt. Er hat uns vor dem Abstieg gerettet. Natürlich, der Pokalsieg, boah, das war ein Luxus, den kann ihm gerne ergeben. Aber bei Bayern Probleme gehabt. Ich meine, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass er in Monaco auch so irgendwas... So ist es. Ja, ja, gab es auch halbe rein. Und natürlich ist der Kruse schwierig, aber wir haben doch in Frankfurt bewiesen, dass wir mit schwierigen Typen gut können. Und das kann doch der Kovac eigentlich auch. Der ist jetzt keine 78, dass er sagt irgendwie, ich habe Werte von vor Schwarz-Weiß-Jahren, weißt du? Also liegt es wirklich dann immer nur am Kruse? Also ich rede es aus dem Nähkästchen, weil ich tatsächlich über die Familie einen ganz guten Kontakt zu Nico habe und den ich sehr, sehr schätze und menschlich für mich absolut ein Eins ist. Frankfurt hat er damals übernommen, das war sein erster Job als Vereinstrainer. Da waren die eigentlich weg. Ne? Ja. Und da gab dieser Herr Seferovic, der irgendwie so ein Kuddeltor da irgendwie in der Relegation gegen Nürnberg. Oh, ja, stimmt. Ja, ne? ja. Danach ging es ja aufwärts. Das heißt, Eintracht war ja sowieso ganz unten und er hat es geschafft, mit Freddy Bobisch dann zusammen etwas zu entwickeln. Wo waren denn die Ansprüche der Eintracht? Die waren ja im Keller. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, in München hat er auch einen Titel geholt. Ja, das wird ihm alles so vorbei. Ich will jetzt nicht verteidigen, aber gut, vielleicht auch als Trainer von Bayern München mindestens einen Titel holen, mag sein. Aber da sind natürlich andere Spieler immer im Fokus, immer diese sogenannten Stars. Aber warum sind die immer im Fokus? Ich glaube nicht, dass Niko Kovac einer ist, der sagt, ich bin hier der Wichtigste, der geht mir auf den Leim da, der Typ, den rasiere ich jetzt mal. Glaube ich nicht. Ich habe ihn als menschlich einwandfreien Trainer kennengelernt. Ob der das dann in der Öffentlichkeit machen muss nach dem Spiel, weiß ich nicht. Aber vielleicht... einfach auch mal ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht. An dem Tag ist wohl Max Kruse durch Berlin gelaufen und Frühstück gemacht und die haben ein Heimspiel. Spätestens da. Vielleicht ist es auch dann auch wirklich der richtige Weg zu sagen, hey Junge. Ja. Steffen, ganz kurz, es tut mir leid, aber habt ihr das Video gesehen mit deiner Freundin im Auto? Ja. Im Hintergrund, ich mach's deiner Mutter mit dem Stuhlbein. So nach der, also das ist doch nicht mehr. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Steht im Keller und der vermeintlich wichtigste Spieler ist in Berlin und geht frühstücken. Sorry. Ja, das ist. Ich hab da kein Verständnis für. Das ist einfach auch für den Verein. Weltklasse, sag ich ganz ehrlich. Ja. Mal darüber haben wir noch Typen im Fußball. Ihn haben wir. Mhm. Aber ich manchmal. Und hier auch gerade am Wochenende hat er überzogen. Und das geht nicht. Das hat nichts mit professionellem Leistungssport zu tun. Ja, vor allem, es ist so schade für den Verein, für die Stadt, für das Umfeld. Wenn du dir vorstellst, die Saison hat noch nicht mal angefangen und dann hast du irgendwie, also ich finde Kruse in all dem, was er da macht, in seinem Gesamtkunstwerk, maßlos, also für das, was er da leistet. Er ist ein guter Kicker, aber es gibt auch andere gute Kicker, die nicht so viel, mir geht es tierisch auf den Sack. Es ist so viel Fokus, es ist null kollegial, es ist alles, was Kruse macht, ist null respektvoll auch seiner Mannschaft gegenüber. Das war schon bei Union, hat er das bewiesen, bei dem Wechsel, wo er die Jungs einfach im Stich hat, also wo er einfach abgezogen ist. Jetzt ist er bei Wolfsburg, wo du sagst, da sind Spieler, die, also mir geht es komplett auf den Sack. Ich finde aber genauso wie Kovac, dass man sagt, du kannst doch nicht, du musst doch vorher die Mannschaft kennenlernen und du musst doch irgendwie vorher klarstellen. Und was mir einfach auf den Sack geht und was ich unangenehm finde, ist, dass beide es nicht packen zu sagen, okay, das passiert nicht auf der Pressekonferenz. Wir machen das ist ja wie so ein Gala-Bunte-Ding. Macht es doch bitte, klärt das doch untereinander. Warum kann der Coach nicht den Spieler anrufen und sagen, wir setzen uns jetzt so zwei zusammen hin, wir klären das unter Männern und wir schauen, wie wir das regeln. Aber es wird nicht auf der Pressekonferenz thematisiert. Das schadet dem Verein, das schadet dem Umfeld auf lange Zeit. Das ist irgendwie, es bringt mega Unruhe rein. Gerade jetzt bei das geht so schnell, dass dieser Verein absteigt und das könnte vielleicht einer der Gründe sein. Und wir haben es damals mitbekommen, wenn der Trainer geht, dass du verlierst deinen Rhythmus. Also ich finde es eine Katastrophe. Es hätte einfach egal was, mir geht der Kruse auf den Sack, mir geht der Kovac auf den Sack, aber versucht es doch bitte intern bei einem Kaffee zu klären. Und das, was jetzt gerade passiert, ist echt, also an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das ist echt wie so eine Eheschlammschlacht. Aber darf da nicht auch ein Trainer, ich suche gerade einen geilen Spruch von Pizarro, den er heute gebracht hat, ich finde ihn leider gerade nicht. Also, dass er weiter Abschiedsspiel mitspielen. Er geht zum Abschiedsspiel, hat jetzt die Zeit. Genau. Zeit, ja.
Sehr gut. Nein, aber darf nicht auch natürlich Fußballer und Trainer, Funktionäre, all das, das sind Vorbilder. So. Aber darf nicht auch ein Trainer, ein junger Trainer wie ein Kovac auch mal sagen, hier, ich muss jetzt mal Luft rauslassen, das geht mir mit dem einfach auf die Nerven, der kommt nicht mehr. Natürlich, ja, muss man das intern, mach das doch nicht auf der Pressekonferenz. Das bekommen die Spieler, du willst dich doch als Spieler auf das Training konzentrieren und auf das nächste Spiel. Vor allem, wenn du weißt, dass du den Start so verkackt hast, dieses 1-0 gegen Eintracht war mehr gelegen als gespielt. So, ja. Und dann versuch doch wenigstens, lass es doch irgendwie. Du, natürlich sind es dann Pressekonferenzen, die sind für den Rest des Kosmos nicht so spannend, aber du hast das, was Wichtiges intern geklärt. Also, Olli, würdest du das als Medienfachmann, würdest du einem Kovac sagen, baller das gerne bei der Pressekonferenz raus oder bitte klärt das alles intern und gib einfach 0815 Antworten? Schwierige Frage, weil wir drei natürlich wieder nicht wissen, was in Wolfsburg so passiert. Da bin ich nicht oft, auch nicht oft sein. Aber ich glaube, dafür ist er intelligent genug. Ich glaube, er wollte ein Zeichen setzen, auch für die andere Mannschaft. Also zu sagen, hier, wir haben schwierige Zeiten, jetzt für alle, die hier irgendwas mit Wolfsburg zu tun haben. So und nicht anders, möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Vielleicht war er auch einfach nur genervt, weil die gewinnen auswärts spielen. Wichtiges Spiel. Und so kommt wieder die Frage nach Kruse. Okay. Keine Ahnung. Wo du denkst, alle. Ich habe gesagt, ich habe es zu voll. Ich weiß es nicht. Gerade 3 Punkte geholt gegen den Champions-League-Teilnehmer und es geht nur um Kruse und irgendwie was. Also. Ja, ich weiß. Lass uns das abhaken. Ich finde, was Kruse macht, der soll in die USA gehen. Da kann er am besten in Vegas, da kann er gleich pokern. Gibt es da eigentlich einen Club? Weiß ich gar nicht. Oh, wahrscheinlich irgendwas. Das Vegas? Ich sage, nee, das war Eishockey. Wunderbar. Eintracht Vegas. Ja, Eintracht. Alemannia. Alemannia Vegas. Vegas 03. Geil. Ja. Deinen Spruch möchte ich gerne klauen für heute. Bitte, heute mal. Mit Blick auf die Zeit ist dieser Spruch immer, weil wir sehen ja gleich die Eintracht in Marseille siegen. Olli, wann übernimmt Thomas Tuchel die Bayern? Im Podcast, wenn ich es kurz erwähnen darf, Stammblatt von den Kollegen von Bild. Von den Freunden. Ja, die haben ja einen, Kilian Gaffrey macht den mit André, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Auf jeden Fall haben die da die Theorie gehabt, das ist wahrscheinlich gerade ein bisschen kritisch ist bei den Bayern. Angeblich hat der Nagelsmann so ein bisschen den Bezug zu den Spielern verloren, laut den Medien ein bisschen Terz. Und böse Zungen behaupten, dass Thomas Tuchel quasi schon mit der Hufe schart. Das ist das Geräusch, das offiziell genehmigt und genormte Geräusch wird. Gibt es da Pausen in der App per Sound, ja? Nein, aber ist da was dran oder ist das völliger Mumpitz? Du warst lange bei der Pferdebranche. die Rennbahn ist hier. Ja, genau. Boah, ey, das ist wieder so eine Frage. Erstmal, man muss ja nicht alles glauben, was, ne, und so weiter. Was die Presse uns mitteilt und die Podcasts. Aber das Schöne ist ja, ich bin da nirgendwo angestellt. Ich darf ja hier vielleicht auch meine Meinung sagen, ne? Mhm. Thomas Tuchel ist auf dem Markt. Es gibt einige, die ihn nicht mögen. Er hat aber bewiesen, dass er ein absolut überragender Trainer ist. Ja. Und B, er kann mit Stars. Er hat das in Paris bewiesen. Er hat es dann auch in einer sehr schwierigen Phase, auch unter Corona-Zeiten, bei Chelsea, unter auch Abramovic bewiesen. Einfach fertig. Der hat einfach, ist nach Jürgen Klopp vielleicht der zweitbeste deutsche Trainer aller Zeiten. B, Julian Nagelsmann ist für mich einer der überschätztesten Trainer. Weil er einfach auch noch gar nicht so die Erfahrung haben kann wie Tuchel, Klopp und Co. Er hat noch nicht einen internationalen Verein trainiert. Er hat Leipzig ganz ordentlich, hat er was performt, geht mit jungen Jahren mit 20 Millionen Ablöse-Dingen nach München. Boah, ich finde das schon alles sehr fragil. Und jetzt, aber auch C, jetzt spielen die dreimal unentschieden. Ja, mein Gott, die haben noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Ja, wenn wir nur 4 der VfL Bochum wären, dann würden wir sie feiern. Bayern, München, ne, dreimal unentschieden. Und gegen wen? Gegen Gladbach kannst du unentschieden spielen, weil das nämlich deren Angstgegner ist. Bei Union Berlin, für mich die Mannschaft der Stunde, kannst du auch, so gallig die in der alten Försterei sind, unentschieden spielen. Das Einzige jetzt gegen den VfB, allerdings zwischen Inter Mailand und FC Barcelona, Lewandowski schwebt über allen. Mir geht das immer alles, immer, haben wir letztes Mal schon mal gehabt. Ne? Erinnert ihr euch, damals, als wir in den 70er Jahren gesprochen haben? Das geht mir alles immer so furchtbar schnell. Aber davon abgesehen, dass ich habe heute mit so einem Mann, wir haben getippt, der sagt, aber Barcelona jetzt mit Lewandowski so stark, die gewinnen. Und ich sage, die Bayern, die sind so geil drauf, die gewinnen das 3-0.
Nee, glaube ich nicht. Also zum einen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass wenn der Nagelsmann dreimal nacheinander unentschieden spielt, dann gibt es direkt. Ah, das war ich. Jetzt weiß ich wieder. ich sage meine Prognose, und es ist wirklich, wir haben jetzt den 13.09.2020, also wir können es de facto noch nicht wissen. Mein Tipp ist, Barcelona gewinnt heute 6-1, Nagelsmann ist spätestens Mittwoch, Donnerstag raus und Tuchel kommt. So, also, das. Wenn das passiert, ja. Wenn das passiert, dann die kriegen eine Packung. Und ich sehe es genauso, Nagelsmann, da geht es mittlerweile mehr darum, was er am Spielfeld anhat, als irgendwie, es geht nur noch um seinen Style und jetzt sieht er aus wie der Tatortreiniger und jetzt und hat er eine Freundin ist bei der Bild. Ja, ja. Also, das wird natürlich auch von den Medien thematisiert, aber du kannst natürlich auch sowas forcieren. Lauf doch einfach rum wie irgendwie 0815, da wird das nicht ständig zum Thema gemacht, was du da wieder angehabt hast. Ich sehe es genauso, Nagelsmann überschätzt, und es geht. Für mich ist der Punkt zu sagen, unentschieden kannst du spielen, gar kein Problem. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, ist eine absolute Katastrophe. Mega unkonzentriert gegen Gladbach, nichts gerissen, weil natürlich irgendwie, das war die Torwart-Show, die Jan-Sommer-Show, aber auch null kreativ. Es waren 1, 2, 3 richtig große Chancen, aber es war null kreativ gegen Union. Das ist nicht der Kosmos von den Bayern. Und jetzt gegen Stuttgart, das war eine Katastrophe. Wie Kimmich. Allein Kimmich in den Zweikämpfen, die für ihn, Gott sei es gedankt, abgepfiffen wurden. Aber Kimmich, das ist kein Zusammenhalt. Und vor allem, ich habe das Gefühl, es ist alles fahrig. Die ganze Mannschaft ist unfassbar unkonzentriert. Kimmich verliert die Zweikämpfe. Normalerweise legst du dich da so nicht hin. Und ich habe wirklich das Gefühl, auch so das bisschen, was kolportiert wird, er erreicht, also weiß, bist halt nicht so nah dran. Aber ich habe auch das Gefühl, er erreicht nicht die Mannschaft. Ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft versteht das, was Nagelsmann spielen will. Letzte Saison war es schon viel, viel, viel zu wenig. Und diese Saison, ich glaube, das hält er nicht aus. Wenn du Kahn und Salihamidzic irgendwie auf der Tribüne siehst, wie die da das Stehaufmännchen machen, das Ding ist gegessen. Der Kahn, weißt du, warum die heute 3-0 gewinnen? Weil die Manuel Neuer und Thomas Müller und solche Leute haben, die immer geil sind, die immer gewinnen. Denen ist auch scheißegal, wer an der Seite ist. Da könnte auch der Leini stehen. Die würden jetzt. War da eine Wertung drin, Herr Pittke? Nein. Weil die wissen, aha, es ist Barcelona, es ist Champions League, wir sind im Schaufenster und die sind so gallig auf Erfolge, dass es von alleine geht. Prinzipiell ja, aber ich glaube, die Mannschaft weiß auch, der Nagelsmann ist nicht der richtige Trainer. Aber die haben jetzt Inter Mailand nicht an die Wand gespielt, aber die haben das ganz seriös zwar in Mailand auch gewonnen. Wir vergessen das immer so schnell. Und immer noch, die haben kein Spiel verloren bisher. Ja, und Inter spielt jedes Jahr seit. Ich war ja im Stadion, die haben mir 6 Stück gemacht, die hätten noch 10 machen können. Im Supercup Leipzig 5 eingeschenkt. Bochum hat, glaube ich, 17 Gegentore gekriegt. Ich habe nicht mehr mitzählen können irgendwann. Das war ja alles schon Wahnsinn. Und jetzt haben sie mal eine kleine Delle. Aber so früh in der Saison, so früh in der Saison. Aber Steffen, meine Frage an dich, 6-1 sagst du, wie viele Tore schießt Lewandowski und wie wird er jubeln? 7. Und ich verlasse dann diesen Podcast. Nee, ich glaube, also davon abgesehen, dass Barcelona einfach gerade echt auf mega Betriebstemperatur ist. Und das ist wiederum eine Mannschaft, international ungefähr auf Augenhöhe mit den Bayern. Das ist eine Mannschaft, bei denen siehst du... Was machen wir da als Bayern? Ich würde heute einen Menschen irgendwo hinsetzen, der ein Eintracht Frankfurt-Trikot anhat. Dann kriegen die aus Barcelona nämlich. Stimmt. Das allererste, was ich machen würde, ich oder in die Kabine hängen, wenn die reinkommen, wenn die nachher reinkommen, da hängt so ein Eintracht Frankfurt-Trikot. Geil. Weißt du? Aber ganz kurz, wo wir gerade bei dem Thema Barcelona sind, wir machen ja, wenn wir Werbung oder ja so Anzeigen schalten für andere Podcasts, für Sachen, die wir gesehen haben. Anzeigen schalten. Dann tun wir das ja eigentlich immer nur bei Instagram. Aber ich habe jetzt eine Doku gesehen, Steffen weiß es, und ich habe auch schon einen Post gemacht dazu. Ich war wirklich begeistert auf Netflix. El Casa Figo, die Affäre Figo. Hast du es gesehen, Olli? Ja, nicht. Besser als mancher Film. Du wirst dich vielleicht besser daran erinnern, weil du 2 Jahre älter bist als wir. Aber der Punkt ist der. Optisch 5 Jahre jünger. Nein, an diese Zeit erinnere ich mich. An diese Zeit erinnere ich mich schon. Aber was das für einen Skandal in Spanien ausgelöst hat, nicht nur Barça Real, dass da ein Spieler dazu geht, das gab es oft. Ich glaube, Ben Schuster ist von damals auch schon von Barça zu Real gewechselt. Aber das, was da also gelogen wurde. Das Schweinekopf, was die da aufs Feld geworfen haben. Das sieht man leider in der Doku nicht, aber was da gelogen wurde. Das sieht man leider nicht, der leidige Schweinekopf. Hallo? Ja. Ich wollte fragen, ob der Schwein halal ist. Nein, was da gelogen und betrogen wurde. Was da. Der Figo sitzt da, nur ein kleines Beispiel. Der damalige Präsident Gaspard,
sitzt da und sagt, damals ist es so und so abgelaufen. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Figo sitzt da, also nicht neben ihm, aber in einer anderen Einstellung sagt, nein, er lügt. Nur mal als kleines Schmankerl. Wo läuft das bei Netflix? Netflix. Okay. Hammer-Doku. Ist die Branche so verloren, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein! Ist doch das Ganze überhaupt. Außer vielleicht in Spanien. Ne? Also ja. Das heißt, Olli, du sagst bei den Bayern heute Abend 3-0. Ja. Und was sagt der Baten? Ich glaube, dass sie international dann doch den Eintracht-Modus haben, wie man mittlerweile sagen darf. Oh. Ich glaube, sie gewinnen gegen Barcelona. Wie Eintracht-Fans zu sagen, ja. Einfach deswegen, weil es ist die Champions League und was der Olli sagt, die werden, ist scheißegal. Und wenn da auch der C-Jugendtrainer ist, die wollen die Champions League gewinnen. So, und ich glaube, dass sie international besser auf jeden Fall auflaufen werden als in der Bundesliga. Ich sage 2-1 für die Bayern. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir werden, wenn wir uns das nächste Mal treffen, darüber sprechen, dass der Tuchel Bayern-Trainer ist. Wäre nicht schlecht. Ihr wisst, das war schon mal ganz... Aber den kennt ihr nicht, ne? Gordon Herbert kennt ihr nicht, oder? Kennt ihr Gordon Herbert? Wen? Gordon Herbert. Nee. Wer ist das? Das ist der Trainer der Basketball-Nationalmannschaft. Und wenn er den Titel holt mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, wäre doch einer für die Bayern. Ja. Bisschen. Die sind ja eh Basketball. Bayern ist ja auch erfolgreich und Letzter Hönes, glaube ich. Leini, du hattest den Olli eingeladen. So, bleiben wir doch mal bei der Eintracht jetzt vielleicht heute Abend. Wenn jawohl! Wie viele Fans sind hingeflogen? Wie viele kommen wieder heil zu? Nee, was? 10.000 sind dort, habe ich eben gerade noch gelesen. Echt? Also man darf nicht reden. Die Eintracht-Fans müssen so durch Maske laufen. Ja. Logos abdecken alles und abdecken. Im Hotelzimmer bleiben. Ja, genau. Und im Stadion... Ja. Frage an die Runde. Also ich hatte vorhin den wunderbaren Philipp Hofmeister gehört bei HR3 und UFM und wie es alles heißt. Und der ist jetzt live vor Ort für HR und für seine Podcast und hat so ein bisschen erzählt, was, und es ist wirklich kein Flax, was in Marseille gerade passiert, dass du hast Restrikte, du darfst dich da bewegen, da nicht, darfst kein Trikot anhaben und so. Kurzum, die Frage an die Runde. So wie bei dir zu Hause. Oder? Ich wusste, du hast mit meiner Frau gesprochen. So, Punkt das, für Olli. Man kann das Katzenklo sehr gemütlich gestalten. Wenn du ein paar Kerzen anmachst, oder Duftkerzen. Was ich ursprünglich sagen wollte. Frage an euch. Frage an die Runde. Müsste man, und das sind ja nicht die einzigen Fans, die so drauf sind, müsste man solche Vereine, die ihre Fans 0, gar nicht unter Kontrolle haben, von internationalen Wettbewerben außen vor halten bzw. disqualifizieren? Da ist doch die Frage, wie weit kann denn der Verein eingreifen, was für ein Scheiß die Fans machen? Klar, innerhalb des Stadions, da musst du als Verein agieren. Aber wenn jetzt 20 oder 30 oder von mir aus 1000 Eintracht-Fans, weiß ich nicht, in die Türkei fliegen und da Palaver machen, was willst du denn als Verein da machen? Du kannst den Leuten doch nicht dafür verantwortlich machen, was sie privat machen. Nee, aber es geht ja vor allem darum, ob das Heimspiel. Also Auswärtsspiel ist natürlich schwer, Fans ja. Aber wenn du sagst, wir sind in Marseille und das, was hier gerade passiert, das ist ja wirklich, das aber ist ja nicht... Entschuldigung, Steffen, ja. Geschichte, weil die Kölner ja mit den aus in Südfrankreich, in Nizza ja vor ein paar Tagen auch diesen Stress hatten. Ja, genau so. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das vielleicht heute auch anders. Ich glaube, die französische Polizei oder wer auch immer, die haben einfach Sorge, dass das wieder so abgeht. Und was man nicht vergessen darf, in Frankreich gibt es einen Stachel, der immer noch im Hintern ist, zu Recht. Denk mal an Daniel Nivelle. Sowas will keiner mehr haben. David Daniel, der Polizist der 98 leider. Und ich glaube, dass du vorsichtig bist, wenn sowas passiert. Nichtsdestotrotz hat natürlich der Steffen recht, mein lieber Steffen, das gebe ich dir recht. Denn Marseille hat glaube ich, auch die schlimmsten Fans in Europa. Abgefuckt. Marseille gegen Paris, da möchte ich noch nicht mal als Tourist gemütlich auf der Haupttribüne sitzen mit einem, keine Ahnung, ich glaube, da geht es ja immer ab, das ist ja wie Krieg tatsächlich. Das ist der Punkt. Kann man da irgendwas machen? Also muss man davon, weil du hast natürlich dann die Möglichkeiten, irgendwie einzelne Gebiete und Polizeieinsatz und so, oder musst du wirklich sagen, okay, wir machen es jetzt radikal, wenn sowas passiert, und das ist ja nicht mal ein Richtwert, sondern du siehst aber ganz klar, du hörst die Eintracht-Fans und alle, Social Media, Radio, Fernsehen, alle sagen, okay, wir fühlen uns hier gerade überhaupt nicht wohl und wissen auch vor allem nicht, was nach dem Spiel passiert, am besten noch mit einer knappen Entscheidung und so, muss man sowas einfach sagen, okay, wenn das so ist und die Gefahr besteht, dass da, Entschuldigung, ich bin gerade sehr privat, also kurzum, müsste man da nicht irgendwie härter sanktionieren und sagen, okay, so eine Mannschaft darf auf gar keinen Fall international Champions League. Jetzt gebe ich Leini recht, damit er auch mal hier Lob bekommt. Ich glaube, du kannst da gar nichts machen. Das ist
da kann der Verein nichts machen, da kann die UEFA nichts machen, wenn die sich da treffen und sich in die Fresse hauen. Ja. Abseits dieser ganzen Bannmeile, sag ich mal, was willst du denn da machen? Du. Wir fahren dann mal aus. Wie jetzt da in Köln, dass Pariser Fans nach Nizza fahren. In das ist ja verrückt. Weißt du gar nicht, wer da steckt. Ja, möglicherweise ist einer vom Holstein Kiel hingefahren, der eigentlich Marseille-Fan ist und beleidigt in Frankfurt. Ich weiß es nicht. Hm. Ich glaube, das ist echt bitter und schade, aber du kannst nichts gegen machen. Der Punkt ist der, ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, der Steffen und ich, als wir so 17, 18 waren, hatten wir eine Clique hier in Frankfurt Fechtenheim und okay. Ja, genau. Das war genau. Sehr schön. Das war nicht so lange her. Ich möchte an dieser Stelle Thomas Helmer recht geben. Warte. Was ist eigentlich mit Thomas Helmer? Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwie Narren gefressen, ich weiß auch nicht. Sag ihm doch mal, der Steffen hat ihn lieb. Nee, wir waren damals auch schon im Stadion, Kumpels und ich. Und es gab damals noch die Adlerfront. Ich weiß gar nicht, ob sie noch so gibt. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so. Das waren damals die Hooligans der Eintracht. Böse Jungs, schwere Jungs. Wir kannten ein paar von denen, weil zwei oder drei aus unserer Clique mit denen mitgemischt haben. Und die haben uns dann ja genau diese Geschichte erzählt. Da war ein Spiel gegen 1860 München, da waren die noch in der ersten Liga. Und da haben die sich in Sachsenhausen privat getroffen. Und alleine schon die Vorstellung, du rufst jemanden an. Völlig albern. Bist dran und sagst, wie viel seid ihr? Ja, wir sind 100, ihr seid 120, treffen wir uns da im Wald. Du verabredest dich, um dich zu kloppen. Da musst du doch wirklich, wenn wir ganz sauber in der Birne sind. Ich verstehe es nicht. Also, jeder soll das machen, was ihm gefällt. Lass uns über Fußball reden. Lass uns über Fußball reden. Genau. Also, Frage, dass ich da jetzt reingehe, ihr seid da die Nein. Was ich mich nur frage immer ist, es sind doch so viele Kameras im Stadion. Das heißt, du musst doch die faulen Eier eigentlich aus dem Stadion kennen und die darfst du doch als gar nicht mehr reinlassen. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Sicherheit und so weiter. Wir wollen nur hoffen, dass heute im Stadion nichts passiert mit der Eintracht, weil dann hat man gegen Tottenham die Hose, ne? Ich hatte hier gerade noch eine Notiz, sich über das Telefon verabreden und treffen, sexparkplatz.de. Nee, warte, ich wollte ursprünglich... Bitte. Und das wäre ganz schlecht für uns, was der gerade gesagt hat, weil der Steffen und ich wirklich nur gegen Tottenham Karten bekommen haben. Das wäre jetzt schlecht. Dann mal auf. Olli, Frage an dich. War auch ein Thema bei unserem heißgeliebten Reif ist live. Leipzig, Rose und Eberl. Was können wir da erwarten? Jetzt gab es ja erstmal ein schönes 3-0. Hast du da mit dem Kopf genickt, mit dem Kopf geschüttelt, als du gehört hast, dass der Rose zu Leipzig geht oder Leipzig Trainer wird? Nö. Gut, dann haben wir noch, was? Ja, nächstes Thema bitte. Ja. RB-Schule, Leipziger Kind. Sehr naheliegend. Naheliegend. Aber glaubst du denn, das funktioniert auch? Was ist deine Prognose? Ich denke, das wird richtig gut. Das erste Spiel gegen Dortmund 3-0 gewinnen. Ja. Ich denke, die werden oben mit mir dieses Jahr, wirklich. Die haben ja auch ein schönes Spiel jetzt gegen Real Madrid, ja. Mhm. Was meinst du denn mit dem Eberl? Oder wenn der Eberl dich morgen früh anrufen würde und sagen, hier, Hammer, ich habe hier ein relativ nettes Angebot von Leipzig bekommen, ich soll da Sportchef, Direktor, wie nennt sich das, irgendeine Position übernehmen. Würdest du da sagen, mach das oder nee, lass es lieber bleiben? Ich würde ihn fragen, zeig mir mal deinen Kontostand, dann würde ich sagen... Ja, es ist immer so, dass die Vergangenheit immer einholt und er hat ja wohl mal gesagt... die Jungs von RB, die schieben sich ja eh aus Salzburg und Leipzig immer die Spieler zu. Das ist ja keine große Aufgabe. Und das fällt ihm natürlich auf die Füße. Ne? Und wenn du bei so einem Traditionsverein wie in Gladbach gearbeitet hast und gefeiert wurdest und gesagt hast, ich kann das nicht mehr, und dann geht er zu RB Leipzig. Boah. Natürlich, ein spannendes Projekt. RB Leipzig ist einfach spannend. In den wenigen Jahren, was sie erreicht haben, ersten Titel geholt. Und wenn du dir mal den Kader anguckst, ich finde die Namen, die da spielen, finde ich geil. Auch wenn die vier Stück bei der Eintracht bekommen haben, aber Nkunku, Silva, Werner. Nkunku. Wahnsinn. Nkunku. Aber es ist halt, es ist halt mehr Projekt als Verein. So. Ja. Aber guck mal, ich glaube nicht, dass er da sagt, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, ich wollte eine neue Kultur, eine neue Sprache kennenlernen. Neue Sprache, Das ist echt ein Projekt, wo er Titel sammeln kann. Das konnte er mit Gladbach nicht. Kann sich dann guten Namen machen. Ich glaube, du musst Leipzig auch... Wenn ich Max Eberl wäre und hätte ein Angebot und der kriegt da sicherlich nicht nur Leipziger allerlei, sondern auch echt gutes Geld,
eigentlich muss es machen. Und eine Sache, die spricht für RB, ich bin ja auch ein Traditionalist, nicht so der Freund von diesem Projekt, aber spannend ist es. Und es hat ja, glaube ich, vor der Saison hat Guardiol, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ein unglaublich hohes Angebot bekommen. Ich glaube, es war 80 Millionen oder 100 Millionen. Und Leipzig hat gesagt, nein. Leipzig hat gesagt, nein. Ja. Und das musst du dir erstmal erlauben können. Das musst du dir auch leisten können. Die können sich das leisten. Das muss halt auch so sehen. Olli, sag, ja, Entschuldigung, Herr Bart. Ganz kurz. Ja. 90 Minuten rum in unserer Gruppe der Eintracht. Sporting gegen Tottenham 0-0. Also es ist noch die Nachspielzeit. Aber hätte ich jetzt auch nicht Hast du getippt? Unentschieden, ja, die spielen unentschieden, das ist gut. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich nicht Olli, sag uns doch gerade mal, du warst doch am Samstag und am Sonntag in den Stadien Deutschlands unterwegs. Wie war es denn? Wo war es denn? Erzähl doch mal. Oha. Ja, wir reden über Champions League und Real Madrid und ich war in der dritten Liga unterwegs und erlebt da Dinge. Wahnsinn. Erstmal war ich am Samstag in Bayreuth. Bayreuth gegen Saarbrücken 0-6. Das Schöne an Bayreuth ist, ich liebe auch die fränkischen Würste, dass der Wurststand genau neben dem Ü-Wagen ist, wo ich drauf sitze. Das ist natürlich herrlich. Bayreuth Aufsteiger, oder? Aufsteiger, genau. Und Saarbrücken hätte auch 10 machen können. Das war so eindeutig, das war Wahnsinn. Das war aber bist du da privat gewesen oder beruflich? Für Magenta Sport bin ich Leiter der Sendung und organisiere dann redaktionell die Inhalte alles und lade die Gäste ein und bin dann auf dem Bock, wie wir mal sagen, auf dem Ü-Wagen während des Spiels. Also das war sehr eindeutig. Da waren irgendwie, glaube ich, etwas über 3000 Zuschauer. Alles heimelig, provinziell. Trotzdem nett, ich mag das ja. Mhm. Und dann bin ich am anderen Tag nach Duisburg gefahren, ein Traditionsverein. Da waren 13.000. Und geile Stimmung gegen Dynamo Dresden. Und auch da, ich habe ja schon 5 Millionen Fußballspiele gesehen. Für mich kurios. Dynamo Dresden hat eigentlich keine einzige Chance gehabt. Die waren eigentlich immer nur bis zur Mittellinie, dann war Feierabend. Dann gab es so einen Ball in den Strafraum nach einer Ecke. Der Herr May von Duisburg hat den Fuß zu hoch gehoben und hat den Gesicht getroffen. Ein Schiri sagt vielleicht indirekter Freistoß, rohes Spiel. Der sagt Elfmeter. Das war der einzige Torschuss von Dynamo Dresden. Der war drin, am 1-0 gewonnen. Und du sitzt und sagst, manchmal ist dieses Spiel so ein Arschloch. Ne? Also das ist doch, müsste man auch wieder eine Regeländerung haben, keine Ahnung. Die Duisburger haben sich bemüht, waren auch ziemlich scheiße, aber die haben wenigstens mal ab und zu aufs Tor geschossen. Dresden gar nicht und gewinnen 1-0. Und du denkst, was habe ich hier nicht gesehen? Also. Aber als Absteiger aus der zweiten Liga ist Dresden auch immer Favorit in jedem Spiel, das musst du ja auch dazu sagen. Also das ändert natürlich nichts am Spielverlauf. Aber Rolle spielen und Chancen kreieren, also ich bitte dich. Natürlich. Ich habe erwartet, dass das echt ein geiles Spiel, 13.000, wie früher MSV, die Zebras, habe ich ja erlebt, in der Bundesliga sogar. War ich auch mal, ja, in Duisburg, ja. Aber Hammer. Duisburg ist schon alles geil, ne? Alles super. Und dann guckst du so ein Spiel und denkst, boah. Ich wollte gerade mal die Runde fragen. Ich hatte am Freitag gesehen, Bremen gegen Augsburg. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Torwart von Augsburg heißt, aber es gab ja, wie heißt der? Gilkiewicz oder so ähnlich, ne? Gilkiewicz, kann das sein? Und der hatte ja in der 93. Minute, hatte der dann den Elber gehalten. Die gehen mit 3 Punkten nach Hause und hat dann aber in dem Moment des Haltens, man weiß nicht genau, was die Fans, weil er hat quasi, er stand zu dem Zeitpunkt in der, wobei es war ja eh ein Auswärtsspiel, hat dann sich so ein bisschen mit den Bremer Fans angelegt. Frage an die Runde, müsste sowas generell rot geben? Weil man hatte kurz das Gefühl, oh, gleich gibt es einen Platzsturm, weil es war sehr emotional. Dieses Spiel war, also es war mehr Zweikampf als Fußball. Müsste, wenn der Spieler, der gegnerische Spieler, die Heimfans provoziert, gerade in so einem Moment, bei so einer Aktion, müsste er dann direkt rot kriegen und Spiele gesperrt oder gehört das einfach zu unserem emotionalen Fußball dazu? Geil ist, wenn du einen Podcast machst und sagen musst, dass du nichts davon mitbekommen hast, wovon du gerade redest. Ich weiß auch nicht so, was war das Wort? Also dann müssten wir einführen, rote Karten für Fans, die irgendwelche Torhüter beleidigen. Da würde nämlich die Kurve, die Bremer Kurve, nämlich an dem Tag leer gewesen sein, irgendwann. Weil ich glaube auch da, wir sagen immer abgebrüht und die kriegen so viel Schmerzensgeld, wenn du da Torwart bist. Ich möchte nicht wissen, die sagen nicht, ey, du Flegel, du Bengel oder du Lauf. Man weiß es nicht. Ich glaube, die sagen sogar Sachen, die du gar nicht hören willst und beleidigen deine Familie und so. Und dass du dann irgendwann, dann hältst du diesen Elber da, da kommt ja alles raus. Ja. Du wirst stundenlang nicht was gesagt, beleidigt. Stell du dir das doch mal vor. Du im Tor, kann ich mir kaum vorstellen, aber wir versuchen jetzt mal Entschuldigung, die Vision zu machen. Ich habe es akustisch nicht. Ja.
du stehst da und wirst übrigens 45 Minuten lang von den Bremer Jungs beleidigt. Bist du richtig beleidigt. Aber sind wir da nicht bei dem Thema, dass ein Profi das aushalten muss? Nein, das ist halt die Frage. Ja. Also ich sagte ganz ehrlich. Ich bin ja nur der Investigative, wenn du beleidigt wirst, bist du, ja. Wenn die Familie beleidigt wird, dann musst du nicht drüber stehen. Nein. Finde ich meine Meinung, bitte. Ich würde in meinem blanken Hinterzeigen. Geld. Nein, wenn das Olli, wir hatten doch vor 2 Jahren den Fall, oder? In der dritten Liga, wo ein Spieler auf die Tribüne ist und sich mit einem Fan geschlagen oder an. Was war denn das nochmal? Das war aber, glaube ich, wegen was Rassistischem, oder? Nein, das war hier in der dritten Liga. Da ist doch in der Heimatstadt in Münster war es, glaube ich, da war irgendwie was. Wo der Spieler auf der Tribüne ist und sich mit dem Fan angelegt hat, weil er wirklich bös beleidigt wurde. Da war auch der Fall. Ich bin ja dafür, auch ein Fußballer muss sich nicht sowas gefallen lassen. Also ich bin nicht dafür, dass er dem aufs Maul haut. Aber dass er zumindest sagt, was ist mit euch nicht in Ordnung? Das gibt's doch nicht. Naja, also ich verstehe das, ja, dass man da reagiert. Aber wer finanziert oder bezahlt dann die Konsequenzen, wenn die wirklich aufs Feld stürmen, weil die Ordner diese Masse oder diese emotionale Masse nicht aufhalten können und dann verdrechen die den und dann hat er da irgendwelche bleibenden Schäden, man weiß es nicht, aber was passiert dann? Also ich verstehe das, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie reagieren, ich zeige meinen blanken Hintern oder mach das Zeichen oder sonst irgendwas, aber wer zahlt dann das, was daraus als Konsequenz passiert? Und die Konsequenz ist wirklich, es sah wirklich kurz so aus, als würden die den Platz stürmen und hätten die den bekommen, hätten die den richtig platt gemacht. Also okay, was du meinst, ja. Also da musst du halt wirklich, also das ist natürlich immer so ein bisschen heikel, aber ich glaube, die hätten irgendwie Tabula Rasa gemacht. Also man wünscht natürlich keinem. Ich finde, Sport und allgemein, vor allem Fußballern, ich denke, wir fordern immer zu viel von denen. Das sind ganz normale Menschen. Ja. Zu sagen, weil du ein Millionchen hast auf deinem Konto, musst du jetzt alles gefallen lassen. Nein, finde ich nicht. Das stimmt. Ja. Da sind wir wieder bei Zidane 2006 als Matrazzi. Als er zu ihm sagt, der Titel dieser Folge. Ja. Matratze, ja. Als er sagt, ich F-Punkt deine Schwester, ganz ehrlich, Profi hin oder her, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Natürlich darf er das nicht, aber. Pff. Ja, aber in dem Moment denkst du ja auch nicht an dein Bankkonto und denkst, oh, warte mal, jetzt bin ich in der ersten Liga und die zahlen mir 20 Millionen. Und denkst, was? Genau. Meine Eltern, du hast meine. Boah, also. Ja, geht nicht. Da wird es vorbei, egal ob Kreisliga oder sonst wir hätten. Herr Bart, was hast du denn noch? Ich hätte noch vielleicht was Kleines. Ich wollte jetzt vorhin nicht einschmeißen, weil der Themenwechsel war sehr gut. Habt ihr noch nicht drüber geredet. Richtig, danke. Davor, wir begrüßen als neuen Moderator beim... Ja, herzlich willkommen. Heute zu Gast Leini. Hi Leini, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich, die Maske sitzt noch nicht. Ich habe noch mal eine Frage, Leini. Bitte. Thomas Reis kennst du doch, ne? Der hat mal hier irgendwie gespielt, so als Auswechselspieler damals, ja. Er war jetzt Trainer in Bochum und wurde nach 6 Spielen ohne Punkt rausgeschmissen, nachdem er letzte Saison ja eine überragende Saison mit Bochum abgeliefert hat. Wie stehst du zu dieser Entscheidung des VfL? Wenn diese Schalke-Poste nicht gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Ist meine Meinung. Weil was der letztes Jahr mit Bochum gerissen hat und nicht nur das, auch davor. Was der für Bochum gemacht hat, wie der sich mit Bochum identifiziert, ich muss euch ehrlich sagen, außer der Frankfurter Eintracht fällt mir mit Thomas Reis kein anderer Verein in Verbindung, außer die Eintracht und Bochum. Und aber so Co-Trainer oder Hinne irgendwie was, ja. U19, sowas. Aber ganz ehrlich, wir sind ja eh so Verfechter von nach 5, 6 Spieltagen einen Trainer rauszuschmeißen, okay. Aber jemanden mit so einem Standing, wäre diese Schalke-Poste nicht gewesen, bin ich fest davon überzeugt, wäre der noch fest im Sattel. Weil ganz ehrlich, das wäre ja undankbar vom VfL. Vor allen Dingen, wen wollen die denn Besseres holen im Moment? Tuchel geht nicht nach Bochum. Peter Neururer, der wurde heute Morgen genannt, bei Mike Nöcker und Lena Kassel in Fußball MML Daily, war es, glaube ich. Ja, den werden sie auch nicht mehr holen. Wer soll denn jetzt den VfL trainieren? Ach, irgendein Nachwuchs. Was ist denn der hier mit dem Trares? Trares Sachs? Benny. Wer? Gramotzes. Der ist auch frei, auch verfügbar. Dimitrios Gramotzes. Ja. Hat der Thomas Helmer einen Trainerschein? Na gut. was ist denn jetzt schon wieder? Das verfolgt ihn doch sein Leben lang. Du bist der Stalker, der hat mich eben noch angerufen. Also ruft andauernd immer einer bei ihm an. Bist du das gewesen, ne? Ja, sag ich möchte einen Doppelpass. Lass mal. Ich mach den doch gar nicht mehr. Ist mir scheißegal. Kurze Frage an die Runde. Ist es vorstellbar, jetzt hatten sie zuletzt auch mal verloren, Liverpool. Kurzum, ist es vorstellbar, dass ein Verein Jürgen Klopp feuert? Klar. Natürlich. Ja. Ich habe auch keine langen Antworten erwartet. Insofern, vielen Dank. Wenn,
Nein, wenn es zu schlecht ist. Es ist doch alles egal, was früher passiert ist. Hier, du hast doch jetzt das Beispiel Thomas Tuchel. Der hat diesen Verein gelebt. Er hat nochmal sportlich natürlich Riesenerfolge gehabt, aber auch in einer echten Krise, Stichwort Corona, Stichwort Abramovic, hat er für diesen Verein gelebt und hat Titel geholt, Champions League-Titel. Und dann kommen irgendwelche andere Leute, die da was zu sagen haben und sagen hier, weg. Ja, ja. Kann ja in Liverpool auch passieren. Das hat er, wie viel dagegen der Apple hat er den Arsch voll gekriegt? Ja, ja, international. Nicht so gut. Irgendwann sagt einer, das ist mir doch egal, was du vor 2 Jahren hier gewonnen hast. Ist mir doch scheißegal, wir sind Tabellenachter, wir wollen die Champions League gewinnen. Tschüss Jürgen, mach's gut. Ey, du, ja. Dieses Geschäft ist so undankbar. Und es ist das 7. Jahr. Ja, jetzt noch Jupp Heynckes Trainer bei Bayern München, wenn das dankbar gewesen wäre, weißt du? Und das andere, was mich echt beeindruckt hat, du hast vorhin gesagt, Olli, nicht jeder mag den Tuchel, aber er ist ein super Trainer. Ich mag ihn auch nicht, ich muss ihn auch nicht mögen, menschlich, so von seiner Art her. Aber ich glaube, wenn ein Tuchel, der jetzt nicht unbedingt für Emotionalitäten bekannt ist, öffentlich sagt, ich bin am Boden zerstört, dann ist bei mir auch so der Punkt, wo ich denke, okay, nein, ja. Freunde, aber jetzt komm. Also, das, was soll er denn sonst sagen? Ich hatte eh keinen Bock mehr auf dieses scheiß englische Fish and Chips, geht mir eh auf den Sack. Also, weißt du, Freunde, also jetzt kommen, natürlich sagt er das, aber der wird das wahrscheinlich auch gut sein. Und der ist ja auch nicht doof, ja. Der weiß ja ganz genau, wenn er sich da im Meetingraum mit den neuen Investoren trifft und merkt schon direkt, der geht raus aus dem Raum, merkt schon, das wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Und natürlich sagt er dann vielleicht auch damit einhergehend, dass die irgendwann wieder weg sind und dass er in 5 oder 10 dann doch, wäre nicht der erste Trainer, der zum Verein zum 2. oder 3. Mal kommt, dass er jetzt schon mal sagt, ich halt mir hier nochmal mein Plätzchen warm. Aber was soll er denn sonst sagen? Also der macht es ja. Es ist nicht eher ein Trainer, von dem man gar nichts... Der hat Paris trainiert, der hat Chelsea trainiert. Wenn irgendwo ein großer Club in Europa seinen Trainer rauswirft, ist er erstmal Top 3. FC seht Bayern München. Nee, seht ihr einen Tuchel auch bei Real? Könntet ihr euch das auch vorstellen? Bei wirklich einem, ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Mainzer Trainer in Paris trainiert. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es zu Chelsea geht. Mittlerweile, du. Er ist Champions League-Sieger. Ja. Damit hat er eine Berechtigung, Real Madrid zu trainieren, die auch Champions League-Sieger waren. Passt doch. Und vor allen Dingen, was Olli auch gesagt hat, was für krasse Spieler der schon trainiert hat. Ja. International, also halt auch englischsprachig. Und ich glaube, der kann ja auch 4 oder 5 Sprachen. Französisch, Englisch, Deutsch, ja, also. Sächsisch. Meins war Sächsisch. Also, da ist es, der ist ein Top-Mann. Kommt der ja eigentlich her, Thomas Tuchel? Wo ist der geboren? Wisst ihr das? Oh, Herr Dr. Google. Wikipedia. Thomas, macht ruhig weiter, lasst euch nicht stehen. Thomas, Tuchel. Ja, also, Olli, und sonst so privat? Ja, du. Wetter könnte besser sein. Krumbach, ist das nicht in Bayern? Ist Krumbach in Bayern, wenn ich nicht komplett, oder ganz woanders? Stuttgarter Ecke? Ist Krumbach? Die zweitgrößte Stadt im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg und liegt in dessen Süden hier. Servus jetzt. Olli, bevor wir heute eine Short-Version machen aufgrund der Frankfurter Eintracht Champions League, hast du noch eine Frage, hast du noch ein Thema, das dir gerade aktuell, nicht aktuell, möchtest du noch ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast, aktuelle Folge? Ja, es lief jetzt überragend, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut läuft. Jens Dove, viele kennen den gar nicht. Jens Dove, natürlich. Am Donnerstag online Olli Reck. Oh! Offenbarer Bub. Genau. Und dann, das war hochspannend, schon wieder hochspannend, warum benutzt ihr das? Das war total super. Weil ich nämlich wieder in Saarbrücken bin ich beim Nationalmannschaftsarzt vorbeigefahren. Dr. Tim Meyer hat mit dem Podcast gemacht. Ist ja nicht so ein Fachterminus-Mansch, wie man sich vorstellen kann, sondern wie er auch da zu diesem Job DFB-Arzt geworden ist, was er von Katar hält, kann ich nur empfehlen. Kommt dann, wenn das der Teamarzt der Nationalmannschaft. Nochmal? Teamarzt deutsche Nationalmannschaft, genau. Wow, du bist der aber wahrscheinlich noch im Nationalmannschaftsfenster. Ja. Cool. Steht aber wahrscheinlich da immer noch im Schatten vom Doktor in der wir waren eben am Abendbrottisch und da haben wir mal gesessen und haben wir gesagt, oh, ich habe ja früher immer gewusst, wann die deutsche Nationalmannschaft spielt und gegen wen und wo. So, und dann wie so, Nationalmannschaftsfenster, wann ist das? Gegen wen spielen die eigentlich? Wann und wo? Mhm. Da, gefragt. So. Also, ich kriege das tatsächlich. Spieltag nächste Woche und danach die Woche ist das berühmte Nationalmannschaftsfenster. Und ihr sagt mir jetzt, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ich helfe euch, es sind 2 Spiele. Leini, here you go. Da ich seit ein paar Jahren raus bin, was die Nationalmannschaft angeht, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, muss ich zugeben. Ehrlich jetzt? An dem Freitag. Jetzt mal ganz ehrlich, der Leini weiß nicht, gegen wen die
Du machst einen Fußball-Podcast und weißt ja nicht, gegen wen die Nationalmannschaft spielt. Weil ehrlich, weil du auch weißt, dass ich bei dem Thema Nationalmannschaft schon seit ein paar Jahren raus bin. Weil ich müsste es nochmal wiederholen. Du machst einen Fußball-Podcast und die deutsche Nationalmannschaft spielt und du weißt nicht, gegen wen. Ich auch nicht. Hm? Ja, Dankeschön. Lieber Steffen. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich wusste es bis eben beim Abendbrottisch auch nicht. Finnland und Luxemburg oder so. Nachgegoogelt. Nein, wir spielen an einem Freitag oder Freitag in einer Woche. Ist das nicht Freitag in 14? Keine Ahnung. Ende September am Freitag in Leipzig gegen Ungarn. Ui. Weil das ist ja da in der Nähe. Ne? Das ist ein Vorort von Leipzig, Ungarn. Ja. Und dann am Montag. Oh, jetzt kommt's. In Köln gegen Offenbach. Nee, was? In London gegen England. Ui. London gegen England. Und die A-Mannschaft? Ja. Nee, du darfst nicht mehr sagen. Die Mannschaft darfst du nicht mehr sagen. Aber wird noch, ist teilweise auf dem einen oder anderen Merchandise-Artikel noch zu finden. Das ist ja eine Mannschaft, ne? Das ist ja die Mannschaft der Deutschen, oder? Das ist ja nicht verkehrt. Ja. Du musst nicht dem Steffen immer so über den Mund fahren, das mag er nicht. Der ist sehr sensibel, haben wir ja gemerkt. Nein, aber Steffen ist der wirklich... Steffen war sehr, sehr traurig, als sich Thomas Helmer von seiner Frau getrennt hat. Jasmina Filiali. Na gut, okay. Ja. Aber ich glaube, der Steffen ist aber auch einer, das muss man jetzt mal im Ernst, muss man sagen, der Steffen ist, was Nationalmannschaft angeht, schon der weitaus größere Experte als ich, war aber auch schon immer. Das muss ich zugeben. Ja. Ich bin noch dabei, dass sie sich getrennt haben. Die waren lange zusammen, oder? Ach, I don't give a ding hier. Das ist ja. Doch, ich weiß noch, das war damals auch Bildzeitung. Was du den Promi-Podcast machst. Ja, mit dem Promi-Podcast wichtig ist, jetzt ist es frei, der Partner ist Single, also gib Gas. Nee, es gibt ja nicht... Der Moderator hier, sag doch mal was zu Union Berlin und SC Freiburg. Union Berlin ist Tabellenführer, da reden wir ja gar nicht drüber. Wir reden immer über Fans, über Trainer rausschmeißen. Union Berlin ist Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ja, ist doch schnuffig. National. So. Was ich wollte nur kurz davor sagen, zu dem alten Thema noch, von wegen, der Leine ist Single und so. Warum verstecken sich Frauen ab 40 nicht mehr, weil sie keine sucht? Zur Union Berlin. Das Shitstorm, ist der Titel für diese Folge. So, neuen Podcast suchen. Olli, was bist du unter der Woche Steffen, für ein? Steffen, ich bin nicht für Leine. Ist ja weg jetzt. Union ist doch geil. Guck dir doch mal diese Tabelle an. Wann hattest du denn letztes Mal, auch nach dem 5. oder 6. Spieltag, mal einen anderen Tabellenführer? Klar bleibt es nicht so. Aber wie geil ist denn Union? Ja, genau. Jetzt Frage an die Runde. Warum nicht? Ja? Warum nicht? Warum soll das nicht so bleiben? Warum? Guck dir doch mal Belgien an mit San, bitte. Sag das bitte, falls ich es jetzt irgendwie ganz falsch ausspreche. San, wie? Geloise, würde ich jetzt sagen, oder? Ich wollte gerade sagen, ist was zum Rauchen. Ja. Nein. Du Experte. Jetzt ist Belgien nicht Deutschland. Leicester City, wann war das? Ja, so ist es. Und das ist gar nicht so lange her. Das 2015, 2014. Das hat auch keiner erwartet. Also kurz um an die Runde. Glaubt ihr, das könnte bei all der Konkurrenz, könnte das passieren, dass Union, dass Freiburg deutscher Meister wird? Freiburg nicht, aber Union. Meinst du? Weil die haben am wenigsten Druck. Freiburg hat sich in den letzten Jahren gut präsentiert, kontinuierlich. Berlin war bis vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga. Und ich wollte auf dieses belgische Beispiel, St. Gilloise, die sind aufgestiegen, waren das erste Mal in der belgischen Liga und haben bis kurz vor knapp die Tabelle noch angeführt, teilweise mit 7 Punkten Vorsprung. Und warum soll sowas nicht in Deutschland auch mal passieren? Guck dir Lautern an 98. Warum nicht? Olli, was meinst du? Boah, ist auch schwierig. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Weil das überzeugt mir, weil die auch ein ruhiges Umfeld haben. Weil das und keine, weil die kicken, weil die richtig gut kicken. Sind, die weil Jungs. Die zuständig sind, weil die auch im Erfolg auf dem Boden bleiben, weil die nicht kommen, wie sieht der neue Big City Club und lachen über die Hertha. Nein. Es ist alles so unaufgeregt, sowohl auch wenn sie mal verlieren. Die haben einen überragenden Trainer mit Urs Fischer. Ja. Die schaffen es immer, gallige Leute zu holen. Die verlieren auch immer gute Leute. Trotzdem, jetzt spielen sie international. Da hätte man letztes Jahr so Conference Cup gespielt, dass das denen nicht gut tut, dieser Rhythmus. Haben sie aber bewiesen, haben sie jetzt für den UEFA Cup, wollte ich schon sagen, Intertoto Cup qualifiziert. Glückwunsch, Fuji. Da sind die Tabellenführer. Ey, das passt doch alles. Und wenn es keine Neider gibt, wenn die Mannschaft so weiter so funktioniert,
Vor allen Dingen, was du sagst. Werden, ja? Was du auch sagst, Olli, also gerade dieses, also gibt es viele Punkte, auch die spielen einfach auch guten Fußball, aber dieser Punkt zu sagen, die machen jetzt gegenüber Hertha nicht auf dicke Hose und die halten die Füße still und immer schön bescheiden bleiben, es gibt kein Palaver, es gibt kein Bling-Bling, es gibt keine Max-Kruse-Mentalität, die kicken einfach richtig gut und das schon seit langer Zeit und machen, ja, stimmt, die machen vor Hertha nicht. Haben ja letztes Jahr ihre internationalen Spiele im Berliner Olympiastadion machen dürfen, sollen, müssen. Jetzt haben sie sich gefreut, dass sie in der Försterei bleiben können, wegen Stehplätze und so weiter. Genau. Die hätten mal sagen können, ey, in dem Olympiastadion, da kommen ja nochmal 10.000 mehr, das ist Kohle, Kohle, Kohle. Nein, die sind da bodenständig. Ich finde das super. Ich bin mega. Tatsächlich von diesem Verein auch ein Fan zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Toll. Ja. Ich finde die richtig geil. Vor allen Dingen dieses Ehrliche und Urs Fischer ist, ich glaube, seit 4 oder 5 Jahren jetzt Trainer dort. Du hörst keinen Ton. Und wir Frankfurter haben noch einen kleinen Bezug dazu. Entschuldigung. In der letzten Rückrunde hat die Eintracht das Auswärtsspiel dort bestritten und wurden empfangen vom Stadionsprecher. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Willkommen, liebe Frankfurter Fans. Wir gratulieren euch zu 30.000 Auswärtsfans in Barcelona. Und die Berliner Fans haben eine halbe Minute lang applaudiert. Wo gibt's das? Respekt. Das ist schon geil. Das ist schon geiler, ehrlicher Verein. Die Herren, ich würde aufgrund der Zeit, wir machen halt mal ein paar Minuten früher Schluss, weil die Eintracht gleich startet. Ich würde gerne noch ein Set-Foto machen. Oh, Olli, guck doch mal so als. Warte mal. Dieses Handy macht mich wahnsinnig. Warte mal ganz kurz. Oder Herr Baden, mach du doch gerade ein Foto. Bei mir sieht es gerade so aus. Ich sehe gerade einfach nur das hier. Ah, schönes Bild. Okay. Ja, tolle Tastatur. Absolut. Tu mal so, als würden wir uns hier freuen. Ja. Als hätte Spaß gemacht. Verdienen. So, bitteschön. Okay, super. Vielen Dank. Ja, ich schmeiß das Handy weg. Ich sage, was ist denn mit diesem Kack? Ich sage, vielen, vielen Dank an die Runde und bitte Applaus für Olli Dötschke. Dankeschön. Kultkicker. Checkt jetzt bitte alle Folgen vom Kultkicker und alle Folgen, die demnächst noch kommen. Checkt bei Insta, auch die Seite einfach Kultkicker, deine Seite bei Insta. Kult-Kicker. Unterstrich-Kicker, genau. Perfekt. Und ich sage jetzt viel Spaß und nochmal ganz kurz die Tipps für heute Abend, ihr, die es hört. Ihr wisst es natürlich schon. Olli, dein Tipp für die Eintracht? 2-0. Für die Eintracht? Natürlich, ich tippe immer für die Eintracht. Ist egal, gehen wir in die Spiele. Hey. Herr Baden? Ich sage 1-0. Darf ich euch noch kurz die Youth League-Ergebnisse sagen? Die Youth League ist ja die Champions League der Jungen quasi und die spielen immer im Vorfeld. SGE Marseille 2-2, FCB gegen Barca 3-3. Mal gucken, ob da vielleicht. Weißt du, das habe ich eben auch noch gelesen. Die Jungs, die U19 hat 2-1 geführt. In der 97. Minute hat der Torwart der Marseillais, der Franzosen. Das 2-2. Macht es nicht so schwer, Olli. Macht es nicht so schwer. Steffen, du tippst die Eintracht. Wie tippst du die Eintracht? Warte mal, ich teile es. Achso, der Steffen. Ich habe jetzt gerade 140 Mal meine Tastatur fotografiert, weil dieses Handy ich bin. Also, das kann ich mir auf jeden Fall einladen. Ich sag, es gibt ein. Hä? Mach doch mal eine Ausstellung von den schönsten Fotos deiner Tastatur. Vielleicht kommen ja Leute. Ja, für einmal weiß es nicht. Man musste nur irgendwie, war das so. Herr Baden, guck doch mal, setz dir Spaß in diesem Podcast. War doch deine letzte Folge heute. Hey. Ja. Ich sage, es wird ein, aufgrund der Stimmung, der Emotionen, ich glaube, es wird wenig Fußball geben und viel Zweikampf und Kampf auf dem Platz. Ich sage, ein mittelmäßiges 0-0. Und morgen Abend zu Gast, bevor wir aufhören, die großartige Lea Wagner. Morgen, ab diese Woche wieder 2 Folgen, morgen Lea Wagner bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr. Genau. Lea Wagner wird natürlich Schwerpunkt Eintracht Frankfurt sein und ihre Karriere. Olli, vielen, vielen Dank. Hoffentlich bis bald und einen schönen Feierabend. Gerne. Und jetzt immer wieder. Morgen bin ich nicht dabei bei der Lea, ne? Die wollten dir alleine. Nee, da haben wir dich ausgeladen. Ja. Okay. Da haben wir dann den Kollegen vom Tempel. Na, bitte. Ja. Da kommt Thomas Helmer. So, jetzt gut, jetzt reicht. So, schönen Feierabend und Forza SG. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao. Ciao.